Einen schönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Browser-Game-Test von gamido.de, diesmal moderiert von Kea. Heute möchte ich mal das Spiel Die Siedler Online vorstellen, welches ich gestern angefangen habe zu spielen und in welches ich mich jetzt ein bisschen eingearbeitet habe. Die Siedler wird vielen ein Begriff sein, sind ja durch das Brettspiel und auch durch das PC-Spiel sehr bekannt geworden und jetzt gibt es natürlich auch das Browser-Game dazu. Es befindet sich noch in der Open-Beta-Phase. Das heißt, da werden noch Änderungen vorgenommen und es wird noch alles verbessert. Aber mein erster Eindruck ist jetzt schon mal, dass es ein sehr schönes Spiel ist. Was ihr auf jeden Fall schon seht, ist die schöne Grafik. Durch die Animationen, durch die Siedler, die umherwandeln. Überall sieht man Rehe durch den Wald laufen. Also an Grafik ist auf jeden Fall gut gelungen. Gut, das erste, das ich euch vorstellen möchte, ist mal ein bisschen das Interface. Hier oben seht ihr erstmal meinen Avatar, den Namen und das Level, das ich bisher schon erreicht habe. Ich bin jetzt in Stufe 16. Dieser grüne Balken hier ist die EP-Leiste. Da seht ihr, wie viel EP ihr noch für die nächste Stufe braucht. Zu Beginn ist es auf jeden Fall so, dass man sehr schnell levelt. Man bekommt am Anfang, man bekommt immer Quests, die man auch als Tutorial werten könnte. Die leiten einen schön durch das Spiel. Man lernt alles kennen, man weiß, was man anbauen muss, anbauen sollte, was man immer haben sollte, lernt die Gebäude kennen. Auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg. Hier oben haben wir unsere obere Menüleiste. Hier sieht man erstmal unsere Siedler. Ich habe zurzeit 46 arbeitende Siedler und 24 Unbeschäftigte. Das Bevölkerungslimit liegt noch bei 70. Das kann man durch Wohnhäuser, die man erbaut, allerdings auch erhöhen, wenn man zu wenig Siedler in seinem Dorf hat. So, hier sehen wir unsere Baugenehmigungen. Man startet mit 75, davon habe ich noch 30. Das bedeutet, ich kann noch 30 Gebäude ohne Probleme erstellen. Danach brauche ich weitere Genehmigungen. Bis man die aufgebraucht hat, dauert das schon eine Weile. Damit kommt man also gut klar. Hier oben sind einige unserer Rohstoffe. Das hier sind unsere Werkzeuge, das ist unsere Münzen. Dann haben wir Nadelholzbretter, Laubholzblätter, Steine und Marmor. Die werden auf jeden Fall am häufigsten gebraucht, vor allem zum Erstellen von neuen Gebäuden. Und da sollte man immer einen Blick drauf haben, wie viele man hat und sich auch immer darum kümmern, dass da auch genügend, dass die auch immer wieder gut aufgefüllt werden. Die Edelsteine sind in diesem Spiel die Premium-Währung, die man sich kaufen kann. Man bekommt am Anfang durch die Quests, ich glaube, über 100 sogar schon. Mit 105 habe ich jetzt auf jeden Fall, habe ich mir schon ein paar Sachen gekauft. Wenn man mehr braucht, kann man natürlich in den Shop gehen und sich welche bestellen. So, hier haben wir unseren Chat. Den kann man schön einklappen, wenn es einen stört. Man hat den globalen Chat, Hilfe, wo man sich an andere Spieler wenden kann, wenn man Fragen hat. Die Flüsternachrichten und die News. In die News kommen zum Beispiel Infos darüber, wenn ein Gebäude fertiggestellt wurde oder wenn man Kundschafter ausgeschickt hat. Also lauter Sachen, die einen fürs Spiel an sich, für das eigene Dorf interessieren. Hier unten haben wir unsere Freundesliste. Das heißt, wenn ihr Freunde habt, die auf dem gleichen Server spielen, die das gleiche Spiel spielen, könnt ihr die da hinzufügen. Da könnt ihr auch sortieren nach den Zonen oder nach den Gilden, in denen sie sind. Ja, in späteren Leveln ist es dann auch möglich, mit anderen Spielern direkt zu handeln und sich auch gegenseitig anzugreifen. Aber am Anfang hat man die eigene kleine Welt und in der muss man sich erstmal zurechtfinden. Man beginnt hier in einem ersten Sektor. Wie ihr seht, ist dieses Land hier durch diese roten und blauen, was sind das? Kleine Balken sind halt untergrenzt. Und wir beginnen immer mit diesem Sektor. Der Rest ist am Anfang noch in Nebel gehüllt. Ihr seht also nicht, was sich dahinter aufhält. Aber mit der Zeit bekommt man einen Kundschafter, einen Entdecker. Den kann man ausschicken und der erforscht dann die umgebenden Sektoren und deckt die damit also auf. Das heißt, man kann dann sein Dorf immer weiter erweitern, sobald man sieht und sobald man die Räuberlager dazu angegriffen und besiegt hat, aber dazu dann später. Man beginnt mit einem Rathaus. Das seht ihr hier, das größte Gebäude in unserem Dorf. Man kann die Gebäude ausbauen, das kostet natürlich einiges an Materialien.
Wie ihr seht, wenn die Materialien in Rot geschrieben sind, dann hat man nicht genügend dafür. Ja, hier kann man sehen, was man alles... Ja, es ist quasi auch wie ein Lagerhaus. Man kann sehen, was für Materialien man hat. Ich habe 70 Siedler, in dem Fall 257 Steine, 22 Werkzeuge und dergleichen. Hat man immer einen schönen Blick drauf, was man hat, wie viel von allem. Ja, auf jeden Fall gut. Gut, hier unten sind die Gebäude. Einfache Gebäude, verbesserte, gehobene und Luxus. Am Anfang fängt man natürlich mit den einfachen an. Man kann hier auch Straßen erstellen. Das kostet nichts, ist kostenlos und man kann sie auch jederzeit wieder abreißen. Man braucht auch nicht unbedingt Straßen. Also die Siedler kommen auch sehr gut ohne Straßen zurecht, die laufen dann einfach querfeld ein. Aber wenn man möchte, kann man sich natürlich Straßen erstellen, einfach um das Bild der eigenen Stadt zu verschönern. Wenn man welche abreißen möchte, klickt man einfach drauf und die Straße ist schon wieder weg. Ja, so, hier haben wir verschiedene Gebäude, wie zum Beispiel Nadelholzfällerhütte und die Nadelholzsägemühle. Ihr seht die Kosten, in dem Fall 10 Werkzeuge, und rechts seht ihr, was diese machen. Also, was euch das Gebäude überhaupt bringt. Hier zum Beispiel die Nadelholzforsthütte. Forstet Nadelwälder auf, das heißt, die fällen die Bäume und machen daraus die Bäumstämme. Und die braucht ihr natürlich, um die Holzbretter herzustellen. Ja, einen Steinbruch gibt es auch, denn ihr habt hier, wie ihr seht, viele, quasi Gebirge. Da gibt es dann Steinbrüche, da gibt es Kupferminen, die ihr erstellt und dort kriegt ihr eure Rohstoffe her, die ihr mit der Zeit einfach benötigt, um euer Dorf aufzubauen. Ja, durch die ersten Quests erhaltet ihr auch EPs. Das heißt, diese müsst ihr erfüllen, beziehungsweise ihr erfüllt sie zwangsläufig, wenn ihr euch ausbaut. Dadurch erhaltet ihr Erfahrungspunkte und steigt im Level auf. Ja, es gibt, wie ihr seht, hier überall Räuberlager. Die seht ihr, sobald ihr die weiteren Sektoren aufgedeckt habt. Räuberlager leicht, da seht ihr auch die Schwierigkeitsstufe und den Räuberhauptmann. Wenn ihr diese Gebiete besiedeln wollt, müsst ihr diese Räuberlager natürlich erst angreifen und erobern. Das macht man in der Garnison. Da hat man den General, den kauft man sich. Und hier hat man die ganzen Einheiten. Mit der Zeit kann man natürlich immer weitere erstellen. Ich bin jetzt derzeit noch bei den Rekruten und könnte auch schon Bogenschützen erstellen. Allerdings brauche ich dafür erst hier eine Bogenmacherei, die ich mir jetzt noch nicht erstellen kann, weil ich noch nicht genug Werkzeuge habe. Ja, wie so ein Gebäude sich aufbaut, das ist ganz leicht. Ich erstelle jetzt einfach mal eins. Ich nehme jetzt meine Werkzeugschmiede. Sucht man sich einfach einen Platz aus, wo man es hinstellen möchte. Einmal Klick. Ja, und dann muss man einfach ein paar Minuten warten. Hier seht ihr die Bauaufträge. In 2 Minuten 20 ist das fertiggestellt. Ihr könnt gleichzeitig 3 Gebäude erstellen, die laufen dann nacheinander ab. Aber mehr als 3 könnt ihr nicht in die Warteliste einfügen. Ihr seht jetzt hier 0%. Ja, es dauert noch ein bisschen, da muss man einfach kurz warten, bis es fertiggestellt ist. Wenn es fertig ist, sieht es so aus. Status in Betrieb, das heißt, er wird hergestellt. Um Werkzeuge herzustellen, benötigt man Bronze und dann wird es zu einem Werkzeug. Hier ist der Fortschrittsbalken. Seht, in 3 Minuten ist hier die nächste Produktion abgeschlossen, dann habe ich wieder ein Werkzeug mehr. Das heißt, eine Produktion läuft immer nur für einen Gegenstand. Das klingt natürlich wenig, aber wenn man bedenkt, wenn man sich mal schlafen legt, wenn man dann einige Stunden nicht online ist, wenn man sich dann wieder einloggt, dann sehen die Bestände immer ganz anders aus, weil über Nacht wird ja weiter produziert. Sobald man, wenn sie natürlich an die Vorräte rankommen. Die Steinbrüche zum Beispiel werden mit der Zeit, ich sag mal, abgenutzt, dann ist es ein unbrauchbarer, weil alles dann rausgeholt ist. Dann muss man einen Geologen losschicken. Hier, er kann nach Steinvorkommen suchen, nach Kupfervorkommen, später dann auch nach Marmor, Eisen, Granit, alles was man benötigt. Wenn man da draufklickt, es dauert 4 Minuten, bis er seine Suche abgeschlossen hat, klickt man einfach auf OK. Und dann ist er unterwegs und sucht uns neue Steinvorkommen. Das kann man mit den anderen allen auch machen.
könnte jetzt natürlich auch den Entdecker losschicken, der braucht 10 Minuten, bis er neuen Sektor erkundigt hat. Allerdings kann der mir jetzt gerade nichts Neues finden, weil rundherum, wo ich gebaut habe, ist schon alles erkundigt. Dafür müsste ich mich also erstmal weiter ausbauen. Ja, wie gesagt, im späteren Verlauf des Spiels kann man auch noch mit, ja, sich mehr mit anderen Spielern kurzschließen. Man kann mit ihnen handeln, man kann sie angreifen, aber so für den Aufbau ist es ganz gut, dass man da seine eigene Welt hat. Kann sie euch mal zeigen, das ist eine Insel. Die geht dann noch bis hier hoch. Ja, und bis man das alles erkundigt hat, bis man die ganzen Räuberlager entfernt und angegriffen hat, dauert das natürlich schon seine Zeit. Aber ja, man kommt in diesem Spiel eigentlich sehr schnell voran. Wie schon erwähnt, die Grafik finde ich sehr ansprechend. Es macht einen sehr guten Eindruck, das Spiel. Und so für den ersten Tag, wie ich das gespielt habe, macht es auf jeden Fall auch Spaß. Man hat immer was zu tun, man kümmert sich darum, dass man ja genügend Rohstoffe herstellen kann. Ihr seht, ich habe jetzt hier 3 Gebäude mit einem roten Ausrufezeichen. Das bedeutet, dass da gerade nichts hergestellt werden kann, weil mir die Waren fehlen. Hier fehlt zum Beispiel die Kohle und die Bronze. Die Kohle wird in einer Kühlerei hergestellt. Ihr seht, die laufen, die produzieren, aber manchmal kann es natürlich auch in den Stau geraten. Hier ist, wenn gerade keine Kohle mehr zur Verfügung steht, dann muss man einfach warten, bis die nächste Produktion abgeschlossen ist, bis man wieder welche hat. Dann nehmen die Gebäude auch ganz selbstständig die Herstellung wieder in Betrieb. In der Kupferschmelze wird zum Beispiel Bronze hergestellt. Das läuft also auch. Da muss man einfach ein bisschen warten. Oder man kann natürlich auch weitere, wenn das öfters vorkommt, weitere Schmelzen oder Kühlereien herstellen. Ja, damit es einfach nicht mehr vorkommt. Aber am Anfang muss man mit seinen Materialien natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wenn man zu viele herstellt, sind sie weg und dann kann man erstmal nichts mehr machen, bis die wieder aufgefüllt sind. Ja, das war's aber zum großen Teil schon. Das hat euch jetzt auf jeden Fall einen Einblick in das Spiel verschafft. Ihr könnt natürlich auch Musik anhaben. Wenn ihr keinen Cursor an der Maus habt, könnt ihr hier rein und rauszoomen. Ein Nachrichtensystem gibt es natürlich auch. Kann man mit anderen Spielern kommunizieren. Und hier ist noch unser Kaufmann. Wie ihr seht, hier ist alles für Edelsteine zu kaufen. Ihr könnt also damit einfach eure Materialien auffüllen. Ihr könnt euch ein Starterpaket holen. Wie ihr hier seht, 400 Nadelholzbretter, 400 Steine, 100 Werkzeuge, 20 Siedler. Also wenn ihr mit Edelsteinen spielen wollt, gibt es auf jeden Fall genug zur Auswahl, was ihr euch da kaufen könnt. Auch Dekorationen natürlich. Ja, also ich finde das Spiel eine super Idee. Eine Fortsetzung von dem von PC-Spiel, was man ja mit sich selbst gespielt hat. Und natürlich Brettspiel. Brettspiele sind nicht für jedermann was, das ist natürlich klar. Aber wer gerne Browser-Games spielt, der wird hier sicherlich auch daran Gefallen finden. Ich werde es auf jeden Fall noch eine Weile weiterspielen und schauen, was in späteren Leveln noch alles kommt. Und eventuell gibt es dann auch noch ein weiteres Video, wie das dann läuft, wenn man mit anderen Spielern Handeln betreibt oder wenn man sich gegenseitig angreift. Ich lasse mich mal überraschen und ich halte euch dann auf dem Laufenden. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.